Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge unserer Reihe Was wäre, wenn wir mit einem Formel-1-Wagen auf einer x-beliebigen Strecke außerhalb des eigentlichen Formel-1-Kalenders unterwegs sind. Das können Strecken sein, auf die die Formel-1 schon mal gefahren ist, Strecken sein, die vielleicht der Formel-1 nicht unbedingt liegen, außer vielleicht die Nordschleife, das wird, glaube ich, immer ein Traum sein, außer die werden diese ausarbeiten. Und ihr könnt gerne euren Teil dazu beitragen, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, auf welcher Strecke würdet ihr gerne einen Formel-1-Wagen sehen. Ihr merkt es hier, wir sind nicht mal an einem Formel-1-Wagen, wir sind hier in einer wunderschönen KTM, einer meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge. Ich wollte einfach mal mir kurz die Strecke angucken, denn wir sind hier auf den Sachsenring, Freunde der Guten. Der steht einfach so auf der Strecke. Okay. Nee, wir sind hier auf dem Sachsenring. Der Sachsenring. Eine hammergeile Strecke. Ey, Leute, das ist aber... Was machen die denn hier? Das ist aber nicht Safety First. Hier auch. Leute... Das ist aber nicht sicher, wa? Wenn ich hier aus der schnellen Kurve komme, rausfliege, treffe ich euch beide. Versichert seid ihr, ja? Gut. Alles klar. Die werden schon wissen, was sie machen. Ja, wie gesagt, Sachsenring kenne ich persönlich wirklich nur aus der MotoGP. Bin ich da auch in der MotoGP gefahren, also in den Spielen natürlich selbstverständlich. Also von daher, das Layout kenne ich einigermaßen. Und es ist schon atemberaubend geil gemacht. Die standen da auch schon wieder auf der Strecke, einfach so, okay. Hier vorne auch. Ja nicht. Mann, ey. Kollege! Hey, du mit der Kamera, kannst du mal mich kurz hier filmen? Kollege, das geht aber so nicht, wa? Ey, ich hab's den anderen schon gesagt, wa? Wenn ich hier rausfliege, ich treff dich, wa? Dann ist das Geschrei groß. Okay. Naja, gut. Nee, wir fahren jetzt einfach mal eine gemütliche Runde hier in der KTM. Gucken wir uns mal so ein bisschen die Strecke an. Und dann könnt ihr schon mal ein kleines Bild davon machen, wie krass es eigentlich mit der Formel 1 wird. Und ich würde mal sagen, als kleines i-Tüpfelchen am Ende, werden wir auch mal hier eine schnelle Runde mit der KTM reinsteigen und das mal so ein bisschen vergleichen. Also, rein in die letzte Kurve hier auf Start und Ziel. Geht hier richtig schön berghoch, man sieht ja kaum den Horizont. Gleich hier reinbremsen in die erste Kurve. Ja, Bremspunkte muss ich auch erstmal herausfinden. Denn, und was halt bei Sachsenring krass ist, alles ist langgezogen. Gerade im ersten Sektor, alles langgezogen. Langgezogene rechts, jetzt die sehr langgezogene links. Die hört schon fast gar nicht mehr auf. Rein in die rechts und jetzt wird's lang. Immer wieder gegensteuern. Man denkt, man hört es auf, man hört es auf. Ach, hier hört es auf, wunderbar. Und immer schöner Richtungswechsel hier links rein. Jetzt macht es hier leicht kurz auf. Und jetzt geht es hier rein in die Doppel links. Hier müssen wir nachher mit dem Formel-1-Wagen schön Schwung holen. Und die Kurven, die jetzt kommen, die Passagen, die können wir auf alle Fälle mit dem Formel-1-Wagen bestimmt vollnehmen. Mit der KTM wage es mal lieber nicht. Die vielleicht schon gerade eben, aber hier vorne auf alle Fälle nicht. Mal ein bisschen die Curbs hier mit. Und auch hier mit dem Formel, das wird wirklich so, obwohl, die könnten wir auch mit der KTM schnell nehmen, aber hier wird es wieder ein bisschen enger. Aber glaubt mir mal eins, das wird mit der Formel 1 richtig spektakuläre Bilder. Ihr kennt ja so ein bisschen das Prinzip. Ich fahre mit euch ein bisschen gemeinsam, wir gucken uns das ein wenig an. Und dann werde ich die schnellste Runde mit reinsteigen und dann werden wir nochmal eine schöne schnellste Runde reinsteigen, so ein bisschen mit TV-Kameraperspektiven, so mit den schönsten Kameraperspektiven, die die Strecke hier zu bieten hat. Das Ganze ist auch nur ein Mod, also wir müssen so ein bisschen hoffen und beten, dass da coole Kameraperspektiven dabei sind. TV-Kamera ist von Hause aus immer dabei, aber manche Strecken, manche Mod-Strecken, die haben auch noch andere Kameraperspektiven. So, das war im Endeffekt eine Runde, nicht unbedingt eine schnelle Runde, aber auf dem Sachsenring mit der KTM. Ich würde mal sagen, ich fahre nochmal ein paar Runden. Und dann werde ich am Ende der Folge mal ein Vergleichsvideo zwischen KTM und Formel 1 Wagen reinsteigen. Also, bis gleich. Oh, Schwein gehabt. Deswegen meine ich auch, die sollen nicht einfach auf der Strecke stehen bleiben. Ich fährst du irgendwann aus Versehen mal um. So, Freunde, da sind wir auch schon. Wir sind jetzt hier mit dem Formel 1 Wagen unterwegs und... Holla die Waldfee, fast auf der kurzen Start- und Zielgeraden, da kriegen wir fast 300 km/h rauf. Wir fahren erstmal gemeinsam ein wenig hier
gemütlich ein, zwei Runden. Ich bin gerade mit der Karte in meine 1,336 gefahren und ich kann euch eins sagen, das war schon so ziemlich anstrengend gewesen. Das merkt man sofort hier im Formel-1-Wagen. Der ist im Übrigen aus dem Jahre 2022. Ist ja im Endeffekt fast baugleich aus dem Jahre 2023. Ist ein Mod, den gab es kostenlos, aber auf einer Seite, die sich sonst ihre Mods immer gut bezahlen lassen. Wo manche schon sagen, man soll davon die Finger eingehen lassen. Aber jedenfalls ist er richtig cool. Und man merkt aber sofort, der fährt hier wie auf Schienen. Ich habe ein bisschen mehr Flüge gemacht. Bremsbalance auf 55% und ich habe das ERS auf Balance Low gemacht. Das Schwierige am Formel-1-Wagen finde ich bis dato eigentlich immer die Möglichkeit, den halt um die Kurven zu prügeln. Die musst du erst einmal finden und das wird richtig, richtig lustig. Deswegen würde ich mal sagen, wir legen einfach mal los. Okay, der Anbremspunkt ist beim Formel-1-Wagen derselbe wie bei der KTM. Alter Falter, ey. Der ist so hart und stark auf der Bremse. Das wird lustig, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Diese Busse, die geht voll Speed, aber die ist so, die ist brutal. Die geht nicht, okay. Da müssen wir lupfen. Vorsicht, Leute. Ja, ich hab's euch gesagt, ey, Mensch. Shit. Ich hab's denen aber gesagt. Und auf der Strecke bleiben ist gefährlich. Nee, aber... Viele Kurven gehen anscheinend hier top. Das wird richtig, das wird heftig. Gerade hier im zweiten Sektor, ich nenne es jetzt einfach mal im zweiten Sektor, wird es wirklich heftig, weil wir eins, zwei Kurven haben, die können wir voll gehen. Danach die Folgekurve müssen wir auf alle Fälle einmal lupfen. Die ist auch eigentlich ziemlich interessant. Die geht auch relativ schnell. Auch hier in die letzte Kurve hinein. Also, schon geil, aber ey... Man merkt, dass das Sachsenring einfach ziemlich kurz ist. Und da bleibt dir gar nicht. Also, die bleibt natürlich doch genug Zeit. Hier ist auch nur ein Anfänger. Aber die bleibt weniger Zeit, um zu reagieren. Allein hier schon rein. Oh, ja, gut, die habe ich einmal zu doll aufgemacht. Kannst du voll drauf bleiben. Hier, Vollgas. Und jetzt die nächste Kurve, dann müssen wir auf alle Fälle einmal lupfen. Oh, ja, da habe ich jetzt zu sehr innen genommen. Da dürfte ich die Curbs innen nicht zu sehr nehmen, die Scheitelpunkte. Aber dann müsst ihr eigentlich einfach nur lupfen. Oder vielleicht einmal kurz anbremsen. Jetzt habe ich leider die Doppel-Links hier leider nicht üben können. Da geht die erste bestimmt voll und die andere müssen wir wieder lupfen. Oh, wird geil. Aber ey, ist schon cool. Aber gleich jetzt vorweg schon mal. Nein, es wäre keine Strecke für die Formel 1. Ich glaube, ganz ehrlich, das wäre den Formel 1-Fahrern zu anstrengend. Es ist einfach keine, also nicht anstrengend. Die werden jetzt nicht kaputt sein. Die fahren ja auch immer in Monaco und Monte Carlo. Aber viel Zeit zu verschnaufen hast du halt hier nicht. Jetzt so voll in die Doppel links bleiben, genau. Früh auf dem Gas. Ein bisschen zu weit innen. Hier wird es wieder interessant. Ja. Hier voll. Boah, alter Falter, ey. Aber man könnte die versuchen auch voll zu nehmen. Hier sowieso voll. Ich fährst aber sowas von blind die Rechtskurve. Aber ich muss sagen. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt gerade mit der KTM unterwegs bin und mich an die Strecke jetzt so ein bisschen gewöhnen konnte. Müssen wir mal im Auge behalten für die nächsten Folgen. Aber ich komme auf Anhieb gut klar mit dem Formel 1 Wagen hier.
Gut, nur eine 10746. Ich bin eine 105 schon gefangen. Ich muss dazu sagen, kann ich gerne auch mit einblenden, muss ich mal gucken, dass dies hier auf alle Fälle weitaus die saubere Runde war. Und das lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwelche Track Limits nicht großartig beachtet habe, aber das Ganze wirkt sehr unorthodox. Diese Strecke ist heavy. Diese Strecke ist heavy. Wir gucken uns einfach mal an. Ich bin fast 40 Runden gefahren. Ich bin hier und da mal eine 101 gefahren, eine 1013, auch ein paar Runden unter 101. Aber keine war so richtig sauber dabei wie diese gerade eben, wo ich jetzt sagen kann, okay, die wollte ich euch ganz gerne präsentieren. Ich kann euch nur eins sagen, man kann die sauber fahren. Ich bin ja auch jetzt überhaupt kein Profi, aber ihr seid hier wirklich hart. Hart am Struggeln, hart am Pushen. Immer wieder diese Richtungswechsel, immer diese späte Abbremsen, rollen lassen, lupfen, früh Gas geben, all diese ganzen Dinge. Aber diese Strecke ist phänomenal geil mit dem Formel 1-Wagen, nur schon ziemlich heavy. Ich habe jetzt hier ordentlich durchgeschwitzt. Wir werden uns jetzt mal gemeinsam die Wiederholung angucken, den Vergleich angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kommt gut in die neue Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski.